Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum Replay-Mittwoch. Heute britische Ausgabe. In der ersten Runde ein Conway Tier 9 Jagdpanzer bei den Briten, gespielt von Centarius. Und er ist hier auf Pilzen in einer Tier 9 Only-Runde. Und wir sehen schon, er hat die dicke Gun drauf, also die... ja, 139,7 mm Kanone. Auf Tanks GG ist es die BL 5,5 Inch Kanone. 260 Durchschlag auf der AP, 600 der Alpha, 200 auf der Premium Hash mit 770 Alpha und 70 Pen auf der normalen HE. Auch hier der Alpha 770. Und der ist hier an in Position gefahren, die eigentlich ganz interessant ist. Ich habe die selber nicht so oft gespielt. Aimt hier erstmal die Mitte ab und kann dort dem 430-2 ganz gut eine reinsetzen. DPM-technisch ist die BL 5,5 Inch, also die hier, natürlich schlechter, verteilt dafür aber deutlich dickere Schellen. 0,38 die Genauigkeit, 2,4 Sekunden die Einzielzeit, Nachladezeit 14,4 Sekunden und Softstats, die tatsächlich nicht unbedingt die besten sind. Er hat jetzt hier auf die Premium-Hash geladen, um einfach dem Objekt da... oh, jetzt bin ich gespannt. Da war ein grüner Marker. LOL! LOL, grüner Marker. Und er trifft ihn und kann hier mal dem Objekt richtig gut eine reinsetzen. Tja, also 200 mm Pen auf der Premium-Hash. Das kann zu lustigen Momenten führen. Kann aber natürlich auch zu Frust führen, wenn man dann nicht durchschlägt. Topspeed 40, rückwärts 15, 18,99 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Er ist nicht so super schnell unterwegs und auch ein bisschen behäbig. Er hat 10 Grad Gun Depression, 10 Grad Gun Elevation. Und was auch noch wichtig ist, mit dieser Kanone, im Gegensatz zu 120 mm, hat er keinen volldrehbaren Turm. Er kann die Kanone bzw. den Turm nur 90 Grad nach links und nach rechts richten. Und ihr seht schon, jetzt lädt er wieder auf AP um. Er weiß, dass er jetzt die Zeit dafür hat. Und ja, Hash ist halt teuer und gegen den E75 braucht er vermutlich eher die 260 Pen als diesen drolligen Alpha-Schaden der Hash-Munition. 380 Meter Sichtweite, 1500 Hitpoints und eine Panzerung, die, naja, die ist nicht extrem scheiße, aber, also, man sollte mit dem Conway auch nicht drauf spekulieren, dass man jetzt was bounced. Also, sagen wir mal so, die Wanne ist weich. Der Turm ist mehr oder weniger weich, wenn man nicht so ein paar Ausnahmestellen an der Gunblende trifft. Aber es kann schon hin und wieder mal drollig werden. Aber wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen. So, er versucht hier das Kettenrad zu treffen. Ja, war das jetzt das Kettenrad? Ich glaube, er ist gekettet. Der E75, ja, kriegt hier noch 512 Support Damage. Das ist natürlich nett. Ist jetzt hier bei 2080 Schadenspunkten und 512 Support-Schaden. Es steht 4 zu 2. Die Runde sieht erstmal solide raus, aus. Der E75 geht raus. Und das ist auch im Prinzip so ein bisschen die Ansage, jetzt hier in die Mitte reinzufahren. Denn auf der anderen Seite sehen wir schon, der Char Futur hält da die Kohlefelder. Und da muss man jetzt auch nicht groß Angst haben, dass man... oh, schöner Snapshot. Dass man da aus der anderen Seite irgendwie angegriffen wird durch das offene, durch die offene Industriehalle. Und deswegen kann man jetzt hier den Flankierangriff fahren auf die Heavys, die da stehen. Das Problem ist jetzt, ja, sind ein paar im Weg hier und da trifft die Artillerie ihn. Und die gehen auch alle direkt hier raus. Was ist da los? Was ist da los? So, jetzt muss er hier gucken, dass er hier an den Emil rankommt. Nope, der geht raus. Der brennt ab. So, VZ oder T, nee, TNH und Objekt 705. Oh, seit. Okay, und hier sehen wir genau das, was ich meinte. Das Objekt bounced hier mit APCR. Und er kann trotz orangen im Penmarker dem Objekt da durch die Seite im Sidescrape schießen. Interessant, interessant, interessant. Er wird hier nochmal gespottet. Ist jetzt bei 3000 Schadenspunkten. Und wir sehen schon, der Conway mit dieser Kanone, das ist kein klassischer Jagdpanzer. Also der gehört mindestens in die anderthalbe Reihe, vielleicht sogar in die erste, je nachdem, was man für ein Matchmaking hat. Wenn man jetzt Top-Tier ist, kann man den auch durchaus in der ersten Reihe spielen.
Man muss natürlich darauf achten, dass man jetzt trotzdem zusieht, dass das Team den Schaden frisst, beziehungsweise den Schaden dodgt, dass man selber da nicht unbedingt so im Fokus steht. Aber die Kanone an für sich ist halt dann doch eher was für den Nahkampf. Und wir sehen schon hier nochmal an die Seite des Udes, aber der hat noch einiges an Hitpoints. Der Char Futur scheint da im Reload zu sein und... Ah, nee, jetzt hat er nachgeladen. Nochmal Low Roll durch die Oberwanne. Und jetzt ist er schon bei 4.500 Damage. Zwei Kills. Kriegt er vom Char Futur noch was ab? Könnte sein. Bin auch überrascht, ob er hier mit Turbolader fährt. Ich guck noch mal kurz in die Nachricht, die er mir geschrieben hat. Ob er mir dazu irgendwas geschrieben hat. Centarius. Wo habe ich dich denn? Hier. Nö, der gute alte Conway, etwas für YouTuber da nur geschrieben. Aber es sieht für mich ein bisschen danach aus, dass er den mit Turbolader fährt, denn er fährt hier teilweise mehr als 40. Er hat jetzt, ja, okay, kann ich verstehen. Er wollte da jetzt den Char Futur quasi mit Hash durchschlagen, schafft er nicht, geht selber fast dabei noch raus und sein Team supportet ihn hier und er setzt nochmal eine Granate nach und geht hier mit 5000 Schadenspunkten nach Hause. Hier sehen wir die Auswertung. Er bekommt das Panzerass und sogar noch ein paar nette Kommentare hier unter diesem Replay. Krass, wie die da Leute da abhaten dafür, dass er mal ein paar Hash-Granaten einsetzt. Es ist ja nicht so, dass er hier Hash-Only gespielt hätte. Und er bezahlt tatsächlich, also die Hash-Munition im Gegensatz zu einer Heat oder einer APCR, bezahlt man natürlich auch mit niedrigerer Pen dafür, dass man höheren Alpha hat. Also von daher, also, okay, sollen die Leute rumheulen? Das ist jetzt für mich tatsächlich mal kein Grund, rumzuheulen. 5000 Schadenspunkte, 2 Kills, 1163 Basiserfahrungspunkte. Finde ich jetzt überraschend wenig XP für den Schaden. Ich meine, wir gucken mal. Tier 9. Auch Tier 9 bin ich gerade nicht sicher. Ja, muss Tier 9, weil Tier 9 only. Also, er hat nur auf 9er Schaden gemacht. 5000 Damage. Hat sich den Schaden eigentlich auch in der Regel selber gespottet und bekommt nur so wenig XP. Auf der anderen Seite bin ich auch überrascht, dass es damit schon das Panzerass gibt. Der Conway scheint, so wie es aussieht, nicht sehr häufig oder dann auch nicht sehr gut gefahren zu werden. Aber dann für solche Runden reicht es dann halt allemal. Ein bisschen Munitionskosten, trotzdem 41.700 Credits aus der Runde raus, 512 Support und insgesamt 2.618 Erfahrungspunkte gibt es hier für diese sehr, sehr schöne Runde im Conway. Es geht britisch weiter, diesmal in einer Top-Tier-Runde auf Tier 8 oder auf Wali gegen 6er gespielt von Varikas im Carnarvon. Und ich muss mal gucken, was er hier für eine Mannschaft drauf hat. Die Ansagen des Kommandanten, kann mir jemand sagen, welcher Kommandant das ist? Wenn man es dann nochmal hört, kann man mir gerne mal ein Feedback da lassen. Ja, Carnarvon, Standard. Tier 8, schwerer Panzer bei den Briten. Er hat mir geschrieben, er hat hier einen Ansetzer, Lüftung und Stabi verbaut. Und ich nehme an, er hat auch hier die Top Gun drauf. Fährt mit den Premium-Verbrauchsgütern. Hat hier die... Was hab ich? Hallo, können wir bitte mal... Genau, das ist die Top Gun. 220 Durchschlag auf der Standard-AP mit 280er Alpha, 252 auf der APCR als Premium. Auch hier der Alpha 280. Hallo, CS44. 47 Pen, so rum. Auf der HE bei 370, 0,3 für die Genauigkeit, 2,3 Sekunden die Einzielzeit. Das heißt, gute Genauigkeit für ein Heavy. Der Borsig mit der großen Kanone, da hat er aber Glück hier. Hat er auch direkt auf die HE umgeladen und freut sich jetzt. Was ist das für eine Mannschaft? Das ist, das ist Ducky. Stimmt, er hatte mir ja sogar das Bild mitgeschickt und er hat Darky als Kommandanten, also da Killzor, den großen bekannten Streamer. Und ja, die Kanone für den Heavy echt gut, auch die Softstats wirklich sehr, sehr gut für einen schweren Panzer. Ja, aber es ist am Ende ein schwerer Panzer, das heißt 34,3 Grad mal Topspeed, 13,87 PS pro Tonne das Leistungsgewicht, rückwärts gerade mal 12. Was auch ziemlich bescheiden ist. 10 Grad Gun Depression, 18 Grad Gun Elevation. Oh, hallo Borsig. Oh, schade.
Die Wanne, Oberwanne, Hold-Down, wenn man in Hold-Down spielt. Oh, schöner HE-Treffer hier wieder auf dem Borsig. Die kann auch durchaus was bouncen, wenn man gerade zu ihm steht, ist die Unterwanne der Weak Spot, aber auch die Oberwanne ist jetzt nicht mega hart. Der Turm natürlich auch eine ziemliche Ansage auf Tier 8 und vor allen Dingen gerade, wenn man hier gegen 6er spielt, dann kann man schon durchaus den Turm da mal einsetzen, um ein bisschen was zu bouncen. Sichtweite 400 Meter ist auch richtig gut, also er kann auch sich die Ziele selber aufmachen. Und jetzt ist es so, ja, also die Position ist jetzt so ein bisschen, jetzt müsste man mal wegfahren, weil die Arti schießt sich gerade so ein bisschen auf ihn ein. Und so eine FV304 macht jetzt zwar nicht viel Schaden, aber, ach guck mal, wo die schon hin, die zieht gar nicht mehr in seine Richtung. Die nervt natürlich auch. So, da oben T25-2. Oh, schöner Snapshot. Das war wirklich ein schöner Schuss. Also die Kanone, wie gesagt, sie ist genau, aber man muss ja auch ein bisschen Einzielzeit geben. Aber insgesamt der Carnarvon mit einer der stärksten Standard-Heavies auf Tier 8. Also der ist schon ganz gut. Hallo HTC. Ah, der hat sogar eine grüne Anzeige in der Unter... Achso, du bist jetzt auf APC. Ich habe mich schon gewundert. Wie kann man denn da mit grüner Marker jetzt nicht... Wow, er trifft zweimal genau den unteren Teil der Unterwanne und deswegen kommt da am HTC nicht durch, aber deine Kanone ist eigentlich auch genau genug, dass du da die MG-Ports treffen kannst, links und rechts, und da brauchst du eigentlich keine Premium-Munition für den HTC, aber gut, jetzt ist er raus. Das Gefecht ist hier ziemlich komisch, das ist zwar ein Standardgefecht, aber... Aua. Aber die Verteilung jetzt auf der Minimap ist schon echt komisch. So, VZ. Kann er nochmal tracken. Der repariert leider. Und fährt da aber jetzt nach vorne runter. Fährt in die nächste Düne ran. Er hat jetzt hier von allen Seiten im Grunde Gegner stehen. Da kommt wieder die Artillerie. Jetzt versucht er jetzt erstmal hier den AMX rauszukriegen. In der Hoffnung, dass die sich da oben nicht... Nee, macht er nicht. Er pusht ihn nicht. Der VZ kommt auf der anderen Seite. Links, 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 links. Der VZ links. Okay, jetzt ist er hier einmal eine schöne Runde gefahren. Okay, erst bei dem VZ. Tschüss. So, und jetzt hier der 12-Tonner. Die Aktion habe ich jetzt so nicht ganz verstanden. Einmal hier um den Stein drumherum gefahren, um irgendwie an den 12-Tonner ranzukommen. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich kann verstehen, dass er jetzt hier so dezent... Wow, genau! Der nächste Snapshot aus der Hölle, dass er hier dezent überfordert ist. Er muss halt auch aufpassen, wenn der Skoda weiter hochkommt, links, der Skoda T25, dann kann er auch fies in die Seite kriegen. Und die Artillerie hat ihn ja hier auch schon genervt an der Position. Er versucht jetzt hier erstmal wegzukommen. Aus dem... Nice! Aus dem Proxy raus. Trotzdem, die M44 ist weiterhin auf ihn eingezielt, aber jetzt hat er sich ja erstmal... den größten Problemen entledigt. Aber warum fährst du denn jetzt wieder nach vorne? Jetzt, da, du holst dir dann das nächste Problem ins Haus. Erstens ist der Cromwell noch da oben. Zweitens der T-44, der jetzt auf dich schießen kann. Und die Artillerie hat es auch noch auf dich abgesehen. Noch kurz nochmal zur Kanone. Ich habe vergessen zu erwähnen. Nachladezeit 6,5 Sekunden. Damit kommt er auf eine DBM von 2584. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Der Carnarvon bringt ja wirklich ein Gesamtpaket mit, was man wirklich gut nutzen kann. Das einzige Problem ist halt seine Mobilität, ne? Also 34er Topspeed. Ah, das ist schon nicht so geil. Also der ist schon eher gemächlich unterwegs. So, jetzt geht's hier oben Richtung Cromwell. Der fährt aber vorne runter, versucht ihn jetzt hier zu flankieren, aber... What? What? Say what? Aber der hat irgendwie keinen Bock, mit ihm zu kämpfen. Da ist der Skoda jetzt in der Mitte. Der bounced zweimal. Und das dritte Mal geht nur in die Kette. Ah, ein Stück weiter rechts steht er, glaube ich. Er steht, glaube ich, ein Stück weiter rechts. Da ist wieder die Artillerie. Uah, wie sie nervt. Ne, der steht weiter rechts, der Skoda. Der steht da jetzt oben gut. Da ist noch ein Tiger 2. Er hat jetzt 7 Kills. 11 zu 13... Sein Team liegt hier 450 Hitpoints hinten. Und der AC hier, boah, ist gespottet.
und sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ja, diese französischen Jagdpanzer hier, der 7er, ihr wisst ja, Riesenhaufen Scheiße aus Stahl, genauso wie der 8er. Und die Artillerie nervt jetzt hier schon sehr. Das Problem ist jetzt hier, es kann keiner so richtig spotten. Wow, die holzen hier einfach auf Verdacht rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier permanent offen ist. Da geht er, doch ist er, okay. Irgendwas ist jetzt weiter rangefahren. Eventuell der Skoda. Er ist natürlich ein Heavy, ja. Er hat zwar selber eine gute Sichtweite. Das Problem ist halt aber, er hat auch einen beschissenen Tarnwert. Und dementsprechend kann er auch von anderen Fahrzeugen relativ einfach gespottet werden. So, er geht jetzt hier auf Nummer sicher, er lädt die Premium. Und will jetzt erstmal gucken, dass er den Tiger rauskriegt, weil der ist auch ein... Nein! Der ist halt ein One-Shot, aber da... Na, durch den Turm funktioniert es dann. Und die Artis nerven. Echt, es sind zwar nur Tier 6 Artis, aber sie nerven trotzdem. Die FV schießt schnell. Die M44 wurde zwar genervt, aber schießt halt immer noch relativ schnell. Und auch wenn sie vielleicht nicht viel Schaden machen, aber wenn du so zwei solche Nervzwerge hast, das ist schon ziemlich nervig. So, er hat wieder auf AP umgeladen, denn gegen den Skoda und gegen die Artillerien brauchen keine APCR. Und er versucht jetzt irgendwie erstmal am Skoda vorbeizukommen. Wer weiß, wo der hingefallen ist. Wir machen mal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Er hat den Turm in die Mitte gedreht. Da ist die FV. Die kann er spotten. Die versucht jetzt die Flucht nach vorne anzutreten. Und die FV ist neben dem... Also eigentlich alle drei sind im Problem, weil alle drei relativ mobil sind. Und eigentlich alle drei ihm einfach wegfahren können. Ja. Also die FV kann wegfahren, der Skoda auf jeden Fall. Bei der M44, ja, bedingt, aber... sie können ihm halt im Grunde alle wegfahren, wenn sie halbwegs rechtzeitig die Info kriegen, von wo er kommt. Die FV ist jetzt die Frage, ob sie einen sechsten Sinn hat, ob sie jetzt weiß, dass sie gespottet war. Wir wissen halt auf jeden Fall, dass sie jetzt Richtung gegnerischen Cap gefahren ist. Es kann sein, dass sie da vorne jetzt irgendwo drin steht. Aber wenn der Skoda weiterhin da oben steht, ist es, glaube ich, nicht unbedingt gut, jetzt da einfach über die Freifläche zu fahren. Jetzt steht jemand im Cap. Den Cap kann er von hier aus relativ gut spotten. Nee, die steht weiter links. Die steht weiter links. Weil du wärst jetzt hier, du wärst offen gewesen, wenn der Gegner dort gestanden hätte, wo du hingeschossen hast. Und du bist jetzt hier gerade nicht aufgegangen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass derjenige, der jetzt am Cap steht, ganz irgendwo auf D1, auch im Cap steht, am Rand. So, und jetzt bin ich gespannt. Es steht nur einer am Cap, deswegen kann er hier entspannt jetzt ranfahren. Ist es die FV? Ist die durchgefahren einfach oder hat sich der Skoda durchgemogelt? Ich tippe auf die FV. Nee. Nee, doch, da ist die M44. Die versucht auch noch den Cap. Wow, sie snappt hier rein. Es ist der Skoda, der am Cap steht. Die FV schießt von da hinten, haben wir gerade gesehen. Aber, hä, nee. Okay, das ist jetzt irgendwie strange. Weil der Schuss von der FV sah für mich jetzt nicht so aus, als dass der aus dem Cap kam, sondern eher von der Steinposition dahinter. Aber nein, da steht sie. Auto-Aim und gib ihm. Was sonst? So, damit geht sie raus. Warum sie da jetzt stehen geblieben ist, die FV. Ja, schwierig. Also, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Hätte auch nochmal versuchen können, zurückzufahren. Zumal auch erst die M44 im Fokus war. So, jetzt ist er wieder gespottet. Wenn jetzt der Skoda schießt, müsste er ihn eigentlich spotten. Und der Skoda ist anscheinend auch nicht gewillt, hier irgendwie mit Premium-Munition zu arbeiten. Und er ist bei 10 Kills. Er kann sich jetzt hier den 11. Kill sichern. Er ist bei 3400 Schadenspunkten, 2500 gebounced und 1300 Spotting. Also die Runde hier ist schon richtig gut. Und die Frage ist jetzt, wo taucht der Skoda auf? Er ist für den Skoda einen One-Clip. Wenn der Skoda jetzt auf die APCR umlädt und ihn dann auch noch in einer guten Situation erwischt, kann der Skoda das hier easygoing gewinnen. Aber er kann es genauso gut. Wir gucken mal kurz drauf.
Der Skoda hat noch roundabout, na, nicht mehr ganz die halben Hitpoints. Es könnte sein, dass er hier noch ein Two-Shot ist für ihn. So, und bei der Nachladezeit von 6,5 Sekunden Stock könnte es schwierig werden, dass man die zweiten Schuss hier rauskriegt, bevor der Skoda seinen Clip raus hat. Kommt nochmal ganz drauf an, wer als erstes schießt. Da ist der Skoda. Und der ist tatsächlich ein Two-Shot. Aber er verkackt hier den ersten Schuss. Verkackt den zweiten Schuss. Macht es jetzt hier nicht wirklich schlau, muss man sagen. Und Varikas kann das jetzt hier wunderbar mit seinem 11. Kill zu Ende bringen. Hier sehen wir die Auswertung. Alle schönen oder fast alle schönen Medaillen, die man so bekommen kann, hat er hier bekommen. Es gab das Panzerass, es gab die Pascucci, es gab die Pool-Medaille, den Defender, den Cool-Headed, Großkaliber, Top Gun natürlich und auch die Stahlwand. Schöne Runde, auch wenn das natürlich als Top-Tier, ich sag mal, einfacher ist als vielleicht gegen Zehner, das ist klar. Aber spielen muss man es am Ende erstmal. Von daher, sehr, sehr schöne Runde. Mir hat auch gut gefallen, der situative Einsatz der Premium-Munition, den ich ja immer so predige, der ja auch gerne von vielen immer so ein bisschen schlecht geredet wird. Aber das hat mir wirklich gut gefallen. 3784 Schadenspunkte, 11 Kills, 1715 Basiserfahrungspunkte. Daran sieht man, wie gut die Runde am Ende war. 1400 Spotting fast, 2500 gebounced. Ja, es waren die Verbrauchsgüter bzw. Die Premium-Munition dabei in den entsprechenden Situationen. Trotzdem 8300 Credits mit Premium-Account rausbekommen und 2573 Erfahrungspunkte. Sehr, sehr schöne Runden, die wir hier gesehen haben von interessanten britischen und guten britischen Fahrzeugen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Kedü, Gorbin, Irendal, Kulle und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.